Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir sitzen hier gerade schon am Lagerfeuer und genießen den Vormittag. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los und gehen auf ein paar schöne Abenteuer wieder. Schau mal. I never liked her. I know, you already told me that. Ideas above her station. Above anyone's station, that one. Was ist dein Problem? Was ist denn dein Problem jetzt hier? Schau mal, Map. So. Was ist das jetzt? Abigail Roberts. War das eine unserer Missionen? Ich muss gerade wieder auf den Stand kommen, wo wir waren. Was ist das? Ländliche Idylle. Michael hat dich gebeten, ihm ein Lager der in der Nähe von Strawberry zu treffen. Reiten wir doch mal da schnell hin, oder? Ich muss gerade wieder die Tasten herausfinden. Da ist ein Fragezeichen. Fragezeichen sind immer spannend, aber jetzt hat gerade nicht. Aufsteigen. Ah, warte mal. War eh. Jedes Mal wieder hier. Yo, 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 the boat. Morgen. Alter, lass mich doch einfach durch, Jungs. Dankeschön. Komm, hopp, ab geht's. Ich glaube, hier habe ich meine Kutsche aus Versehen. Hier habe ich meine Kutsche abgestellt. Ein Vierspänner. Und dann habe ich die Pferde freigelassen. War nicht die schlauste Idee? Aber hey. Da ist schon wieder ein Rumgeballer, ey. Ich versuche es mal nicht, dort in Trouble reinzukommen. Ich schaff's eh die ganze Zeit. Ta-da-da-da, yo, ho, yo, the boat. Simply down the street. Nee, kein Bock. Das sagen die immer. Das sind immer solche Meckertanten. Entweder hilfst du mir jetzt oder du hilfst mir jetzt nicht. Hier sind doch eh 3000 Leute unterwegs. Warum wird's hier weiß? Habe ich die noch nie entdeckt gehabt, oder was? Reite ich doch unbekanntes Gebiet? Nee, hier ist ein Fragezeichen für das. Fremde Person. Warum ist der Kreis 3 Kilometer groß und der 2 Zentimeter? Nein, ihr könnt mich jetzt mit eurem großen Fragezeichen auch nicht locken. Könnt mich mal. Was habe ich von einer fremden Person? Die könnte positiv oder negativ sein. Ich muss auch noch herausfinden, wie ich die ganzen... Warte mal, kommt eine Kutsche. Guten Tag, Sir. Wo sind Sie jetzt hergekommen? Ach, über den Fluss. Ja, dann... Ab geht's. Bin immer gespannt, wie das nächste GTA wird, das GTA 6. Oder ob das gegen den jetzt dann Rivalen, würde ich schon sagen, abkackt. Weil ich weiß nicht, ob es jeder von euch mitbekommen hat, es geht einer gleich der Teamleader oder sowas von GTA oder sowas war das ja, hat das Team verlassen und hat sein eigenes Studio oder hat sein eigenes GTA jetzt in Planung. Und das soll der erste richtige Konkurrent für GTA werden. Was natürlich spannend wird für uns zwar im Gamer, weil das heißt, GTA muss, wenn das gut wird halt, ein bisschen auf die Bremse mit dem Geld treten oder ihr Spielmechanik ein bisschen anpassen, dass halt sie auf dem ersten Platz bleiben. Weil ich sag's mal so, mit den aktuellen Preisgestaltungen ihrer Ingame-Sachen beziehungsweise im Online-Modus. Eieiei, sage ich da nur. Eieiei. Katastrophe. Also wenn man sich allein GTA nimmt, wie viel ein Fahrzeug teilweise kostet und wie viel du dafür in Echtgeld hinblättern musst. Fast so schlimm wie wo wir... Das ist eigentlich so schlimm wie wo wir früher immer gesagt haben, das ist ein Abzocker-Game. Oder wo du halt mit Echtgeld immer am meisten verdient hast. Oder viel verdient hast halt, ne? Und GTA macht
halt, weil, wie reite ich denn schon wieder? Das war eine coole Szene dafür, aber es ist unbedingt nicht notwendig. Was ich auch so wenig verstehe, warum lässt mich das Spiel nicht einfach abstürzen? Es bremst mich extra. Eigentlich voll nett, aber ich finde es dann so immer so. Alter, Cutscene einfach, oder was? Hey Arthur. Servus. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job or like you going off scouting and ending up in jail? You said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. Well, I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Oh, eine Bankkutsche. Wenn man das jetzt dann in echt auch machen. Folge Michael, okay. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What the fuck? Comes through about this time every day, like I said, the end. Uh-huh. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. You'll be fine. Oh Gott, das heißt nie was Gutes. The bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. War das eine gute Idee? Holy faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Ah ja ja, das kann doch nicht gut enden, oder? Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? Few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Ah, stimmt, da war das. You need to roll a little looser, Morgan. Looser. Stimmt, für den habe ich eine halbe Stadt erschossen. Full undone more than once now. And you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Also mein Pferd hat irgendwie nicht die größte Geduld. Ich bin schon ab. Ein kleiner Pfad. Da. Wo geht's denn hin? Hallo, kann ich mal eine Info haben? Wo reiten wir denn heute hin? Dann. Kommst du, holst du mal wieder auf? Ich bin schon schneller wie du. Dann. Also Musik macht's ja echt cool, aber warum 3 Kilometer reiten wieder? Alright, this is the spot. Hold up on this ridge. Easy. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Bin mal gespannt, ob es eine Verarsche ist. Oh, guck mal, das ist echt eine Kutsche. They are. Right on time. Get covered up. Vier Reifen. Ride. Alter, darf ich steuern, bitte? This is a robbery.
Aua, Mann! Aua! Das war blöd, vor die Kutsche zu laufen. Wieso wird das schief laufen, wenn ich das mache? Komm schon! Aber das heißt doch nichts Gutes, wenn du fährst. Ach, ich habe echt eine Maske aufgenommen. Ich glaub's ja kaum. I'll give it to them. They put up half a fight at least. Yeah. Baylock, come on. Jetzt muss ich dann herausfinden, welche Waffe ich am besten nehme. Ich nehme die hier am besten. Hey, das ist mein Hut da hinten. Ein Lanchester Repetiergewehr. Mhm. Was ist denn hier los? Ein Lager. What did I tell you? Like licking butter off a knife. Something like that. You don't want to just break it open here, be done with it. Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailed. Alright then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Holy sh! Was ist das denn jetzt? What the hell? Come on, Arthur, get out of there! Was? Wie? Wo? Alter, what? Was ist denn das heute, bitte? Alter, das kann doch nicht sein, dass ich... Wollte schon sagen, wenn ich die jetzt nicht erwische, bin ich tot. Ich will den anhalten! Ist jetzt Ruhe? Hallo, Musik? Was war das denn jetzt? What the fuck? Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Since when did you have a problem killing O'Driscolls? Huh. You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. Mhm. You know, we should mitten im Fluss. Pick up a lock breaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Hey, give me a hand with this, will you? Was ist denn jetzt der Plan eigentlich? Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honors.
On account of, well, this little mess. Welches Schloss denn? Schieße auf das Schloss. Von welchem Schloss redet der? Come on, I'm happy to do it myself. Welches Schloss denn? I'm done wasting my breath on you. Ach so, da hinten. Come on, let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Nix drin, oder? Look at that. Hey. Ist das viel? What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know. Alter, what the fuck war das denn jetzt? It's been fun. Das waren meine Freunde. Mein Anteil 600, dein Anteil 330. Fuck, ich hab einen Zeuge. Ich hab einen Zeugen. Du weißt nicht, wer ich bin. Auf Wiedersehen. Wir verschwinden mal, ne? Gesucht, Verbrechen gemeldet. Nee. Wüsste ich nix von. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.